I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Shantae 3 and the Pirate's Curse featuring Crash for the Fake Tenant. Es wird nun Zeit, dass wir die Stätte des Bösen der Schlampampeninsel betreten. Nachdem wir im letzten Part noch ein kleines Ratespielchen mit einigen seltsamen Gestalten getrieben und vor alledem noch Roddy Tops als noch lebender Mensch getroffen haben, wird es nun Zeit, dass wir, ja, wie wahrscheinlich schon gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das gesagt habe, mit der Stätte des Bösen weiterzumachen, Obliette der Schmerzen. Aber ja, und hier. Brennt es richtig. Boah. Da gehe ich sogar schon für ein bisschen Kohle über Leichen. Dieser Pfeiltyp ist nervenvoll. Oh. Die kommen irgendwie bekannt für diese Gegner. Alter! Ich hoffe doch, dass es nur eine Statue ist. Guck sie das im Hintergrund an. Den kann man nicht attackieren während der Roll. Super Pikenball sollte ich auch mal wieder verwenden. Oder Super Pikeball. Ups. Ja. Heute ist Warmbadetag angesagt. Wenigstens respawnen die Gegner nicht auch noch gleich. Verschwinde. Du blöder kleiner Felsbrocken. Alter. Und du auch. Ja, ich sollte mal wirklich ein paar Gegenstände wieder verwenden. Vielleicht lieber auch gleich meinen normalen Pikeball, damit ich den auch noch loswerde, weil Super Pikeball ist natürlich deutlich besser, wie jeder weiß. Am besten gründlich umsehen, ob da nicht irgendwo ein Geheimnis ist. Also ob da nicht irgendwo was versteckt wäre. So. Saven. So. Und weiter im Programm. Oh weia. Hier sind lauter Pikenbälle. Oh weia. Ah, haben wir gleich ein großes Herz erhalten. Um unsere KP wieder vollständig auffüllen zu können. Überall wird Feuer entzündet. Oh, da oben ist was. Da oben ist was Feines. Und es ist die Karte von der Obliette der Schmerzen. Oh yeah. Perfekt, jetzt haben wir die perfekte Übersicht über diesen Ort. Aha! Ich wusste doch, die Karte zeigt ja nämlich an, dass es hier weitergeht und tatsächlich. Gut, dass ich das Schwert habe. Hey, ich will davor noch gucken, wie ich an den Herzinfisch rankommen kann. What the hell? Jetzt komme ich nicht mehr nach oben, oder was? Ach doch, mit Risky's Hut geht das. Da kriege ich noch einen kleinen Auftrieb. Geht anscheinend nur von der anderen Seite hier. Ich sehe nicht, wie es weitergehen soll. Und ich brauche einen Schlüssel und den besonderen Gegenstand. Hol ich mal den Lift nach oben? Ich müsste auch dafür sorgen, dass die Lifte richtig positioniert sind. Lieber mal nachgucken. So. Oh Mann. Stürze ich mich hinab. Hier könnte ich es hochschaffen. Mit etwas Schwung. Wäre ziemlich schwer auszuführen, vor allem auch wegen dem Feuer hier. Geht nicht. Das ist auch nur zum Zurückkommen. Oh, war ja. Alter. Hier muss man den Hut wirklich geschickt einsetzen.
Sonst gibt es Shanty am Spieß. Oh, war ja. Hey, hey, ich komme nicht mehr nach oben. Was war denn das denn? Ich konnte nicht gehalten werden in der Luft. Hat man da vergessen, das einzuprogrammieren? Wie es scheint. Ah! Natürlich klar, dass das hier eine Falle ist, wenn es da Kohle gibt. Ah. So, darf ich hoch? Dankeschön. Und sehr gut. Ein Schlüssel. Ja, also die Stätten des Bösen werden immer schwieriger. Man merkt das deutlich. Weiterer Kampfraum. Ah, die Golems. Wie sehr man sie doch vermisst hat. Dachte schon, die kommen gar nicht mal als Gegner hier vor. Ja, doch. Also, beziehungsweise im zweiten Teil waren sie ja nicht als Gegner vorgekommen, sondern war einfach nur ein blankes Hindernis, das es mit den Elefanten zu beseitigen galt. Hier sind sie endlich mal wieder normale Gegner. Und darüber sollte man sich freuen. So. Aufwärts bitte. Ah, sehr gut. Oder auch nicht. What the? So. Aufgepasst. Schnell. Hoch. Ja, Walski. Und jetzt können wir hier den Schlüssel verwenden. Wofür wird der wohl jetzt benötigt? Schon wieder brennt es über... Ah, die schießt ja drei Pfeile. So, weg mit dir. So. Natürlich auch wieder Flammenwerfer. Selbstverständlich, ohne die geht es ja auch gar nicht. Gut. Du, lass deine Feuerwerksspielchen. Komm zurück. So. Hä? Was? What? Aber dafür wird dich doch von dir wieder zurückgeschickt. Was ist denn das? Kann man erklären, was das soll? Ach so, man muss gleichzeitig springen. Aber das ist nicht einfach, weil man muss da schnell springen, weil sonst ich wollte gerade sagen, die Flamme versteckt doch was, aber das tut sie leider nicht. Achtung, Steinschlag. Oh. Falscher Käfig. Nein. 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 Jetzt drücke ich wieder den falschen Knopf. Ich Volldepp. So. Wenn sich der Käfig hier bewegt, da bleibt man noch stehen. Da kann man sich nicht mehr bewegen. Nein. Warum hat sie sich nicht festgehalten? Ich habe doch oben gedrückt. What the fuck? Was sollte das denn schon wieder? Achso, da kannst du dich... da war der Käfig dran. Ach. Toll, ich dab es. Sorry. So, jetzt hoffe ich, komme ich hier rüber. Oh, weia, das ist eng. Ja. Der Steinschlag braucht eh sowieso so lange, bis dass er mich erwischt. So, runter da. So.
Sieht ganz so aus, als müsste man hier auch einen weiteren von Riskis Gegenständen kriegen können. Tatsächlich! Das sind nämlich ihre Stiefel? Wenn Shanti anfängt zu glühen, drücke ich den Y-Knopf, während du vorwärts läufst. Ja, so. Und schon kann sie diesen epischen Angriff einsetzen. Du kannst sogar über Lava rennen. So schnell läuft sie. Und alles auf ihren Wege kann sie auch noch zerstören. Verdammt. Jetzt muss das Timing stimmen. Das erinnert einen leicht an Metroid. Ups. Ah, und so kommen wir an den herzenden Fisch. Und auch diese Fähigkeit sollten wir nämlich hier nutzen. Und so können wir den Felsen überwinden. Auch weiter unten soll das irgendwie gehen. Wir können die Käfige schon mal ganz nach unten schicken. So. Das können wir auch mal versuchen. Schlüssel wird benötigt. Nein! Hoch mit dir, Fräulein. Ja, so können wir keinen Anlauf nehmen. So geht's leider nicht. Ja, da ist sowieso der Felsen jetzt im Weg. Man müsste es so richten, dass alle Käfige in der Mitte stehen bleiben. So schon mal nicht. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Aktuell kannst du nur hier weitergehen. Ja, das macht der Speicherfutze auch deutlich erkennbar. Dann nehme ich mal gleich auch wieder einen Pikeball zur Sicherheit. Und dann gucken wir mal, was uns da erwarten möge. Schlammmonster, klar doch. Alter. Klar, ohne die geht's ja nicht auf der Schlammmensel. Na gut, jetzt noch die Deckengegner. Komm her. Noch mehr. Es hört nicht auf. Ärger mit diesen Viechern. Gut, aber jetzt wär's das. Okay. Volle Kraft voraus. Ups. Soll das jetzt machen? Okay, da muss das Timing extrem stimmen. Nein! Jetzt wurde ich kurz gestoppt. Nein! Ach Mann, Shanti, come on, please. Schneller, komm, 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 komm. Boah, wie weit ist es denn da noch? So, jetzt muss es aber gehen. So. Es regnet Kohle als Belohnung und es gibt zudem noch einen weiteren Key.
Aber gibt es eine Möglichkeit, hier wieder gefahrlos rauszukommen? Irgendwie? Nee, ich fürchte leider nicht. Vielleicht geht es jetzt. Come on. Schnell, jawoll. Yum. Nice. Aber wo kann man den Key jetzt gebrauchen? Da muss es noch irgendwo einen Weg geben. An den ich noch gar nicht gedacht habe. Mann, wie viel Anlauf die da braucht. Kann sie das weiter oben noch gebrauchen? Ich glaube fast nicht. Oder? Das Gute ist ja, dass die Felsen hier verschwinden. Beide in der Mitte. Nein. Hier werden beide jetzt in der Mitte. Das könnte man gut nutzen, aber du weißt, es ist hier schon ein Felsen im Weg. Ah, aber hier. Stimmt, da kann man jetzt wieder den Schlüssel. Da kann man den Schlüssel verwenden. Bloß aufpassen. Alter. Ein falscher Schritt und es gibt gegrillte Shanty. Oh Mann. Oder lieber am Spieß. Bereue ich diesen Weg jetzt gerade? Ich glaube, ich verpasse dadurch Secrets oder auch nicht. Och, na klasse. Gut, dann nehme ich halt jetzt mal diesen Weg hier. Kann nicht schaden. Oh, Mann. Was halt blöd ist, dass die Kohle sich auch noch extra verteilt. Ah, blödes Feuer. Mann, das ist... Das ging vorher noch so gut. Boah, da werden wir auch noch gegen die Stacheln gestoßen. Das ist sowas von Scheiße. Bloß aufpassen hier. Ein falscher Schritt und man ist wieder down. Ja, normalerweise müsste sie hier von jetzt aufgespießt werden. Ah ja, jetzt können wir... So, damit kommen wir rüber. Ich glaube, ich brauche wieder... Das auch, aber lieber eine Bento-Box. Nein, jetzt habe ich zu viel Knöpfe gedrückt. Auch gleichzeitig den A-Knopf gedrückt. Habe ich den Y-Knopf gedrückt halten.
So. Jetzt aber. Wow, und der Angriff wird immer stärker, je mehr Gegner man trifft. Ups. Wow, das ist ein... Das ist echt heftig. Ah, da hat man auch noch... Ich dachte, man braucht jetzt nur kürzer Sprünge. So, nochmal ein langer Sprung. Jetzt kurze. Sehr gut. Ein weiterer Herztintenfisch. Nice. Zwei haben wir jetzt. Es muss unten weitergehen. Hä? Ah, hier. Hier. Da kommen wir voran. Was, komme ich da nicht mehr hoch? Was zum Teufel? Ja, ich brauche das Geld noch. Okay, gut. Also hier die ganze Zeit attackieren. Dann kriegt man auch das Geld. Schlamm. Natürlich. Muss auch sein. Die Gegner wissen auch nie, wann Schluss ist. Der Fünfer darf mir nicht entgehen. Nice. Ah. Verpiss dich doch. Oh, ein großes Herz. Nice. So, wir müssen eigentlich die Karte schon beinahe komplett durchhaben, ja? Wir haben sie beinahe schon fertig. Oh, oh. Auf Zeit muss man es schaffen. Gut, 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 gut. Geschafft. Steinschläge sind so langsam. So lahmarschig, ja, ja. Wo führt das jetzt hin? Oh, ach so, ja, verstehe. Man muss ja zwischen den Säulen hier wechseln. Oh. Dich will ich haben. Oh, wie komme ich an dich ran, mein kleines Schätzelein? Ja, ganz einfach. Was zum... Ah, nein. Das hat mich verarscht. Aber hier bitte. Dankeschön. Das ist ein etwas umständlicher Weg, aber hier. Dadurch kann ich auch diesen Herztintenfisch erlangen. Ups. Oh, oh, das Abgrund. Hab ich nicht gesehen. So, Leute. Habe ich jetzt nicht auf die Totenköpfe. Also die Totenköpfe habe ich leider nur zu spät gesehen, aber was soll's. Ey. Rein da, Shanti-Schätzelein. So. Damit lassen wir die eine Plattform hier runter. Der Käfig war halt wieder nur eine Attrappe. Gemein gefährliche. Geld und ein Herzstück. Und Golems. Geht down. Na los. Zerspring deine Einzelteile. So, der letzte Pikeball. Oh. Könnte ich auch versuchen, so zu besiegen, weil ich glaube, mit einem Schwertschlag geht das nicht. Na schön. Full Speed! Ha. In dem Zustand ist er wirklich Shanti buchstäblich unbesiegbar. Alter, wie die da abgeht. Nein, nein. Kohle. Ah, je. Mal sehen, ob ich da nicht hochkomme. Komme ich nicht hoch? Was zum Teufel?
Hey, es hat funktioniert. Ich bin durch. Aber da oben muss es doch noch was geben. Schön, versuche ich es jetzt nochmal hier. Boah, wie viel Anlauf man da braucht. Mann, wie viel Anlauf brauchst du denn, Shantae? Okay, versuchen wir es noch ein weiteres Mal. Ich glaube, es müsste möglich sein, da hochspringen zu können. Hä? Was? Wie komme ich denn da nach oben? Mit Riskys Hut vielleicht? Ich schätze mal, damit müsste es gehen. Nee, krieg keinen Auftrieb. Ach, schade. Na gut, gehen wir halt jetzt darüber. Aber mit Anlauf bitte. Okay, das setzt die beiden Käfige in die Mitte. Ah, hier hätte ich Anlauf. Moment. Das haben wir gleich. So. Nichts hier rüber da. Oh nein. Alter, zu viele Gegner. Oh Mann. Ah. Zu viel Feuer. Es brennt hier zu viel für mich. Für meinen Geschmack. Moment. So. Jetzt. Jawoll. Feuer. Feuer, yo. Alter. Alter. Dankeschön. Stirb bloß. So komme ich nicht drauf. Geht also nicht. Ich hätte eh Luftauftrieb bekommen. Habe ich da bis jetzt nicht gemerkt. Ach, das war schon hardcore. Wie komme ich bloß an diese Schätze ran? Das ist... diese Schatzvasen. Wenn ich das bloß wüsste. Naja, gut. Dann speichern wir mal hier. Und der Part ist eigentlich schon lang genug. Ja, das bedeutet, im nächsten Part werden wir uns den Boss verknüpfen. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte dies bestimmt nicht mehr als Daumen nach oben. Und sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, seid ihr wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Fortific geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Shantae 3 and the Pirate's Curse. Also auf Wiedersehen und tschüss, alle. Now you know.